Jo, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Ja, in der letzten Folge haben wir Agrabah betreten, haben eigentlich bis zum letzten Bosskampf hier schon mal storytechnisch alles erledigt und jetzt machen wir uns auf und geben Jaffa auf die Fräse. Ach, ich muss mal das Ding nehmen. Bams. Ah! Das ist so, als hätte ich die Tür schon aus Versehen mal benutzt oder so, ne? Gut, na komm her. Was geht's? Was man dazu hat, Aladdin seine kostbare Jasmin schon aufgegeben? Vor euresgleichen vergeudet ich keinen Wunsch. Mit euch komme ich auch allein klar. Aladdin, jetzt! Was, du? Geist, schnapp ihn dir! Verzeih mir! Oh! Eingefallen, Jaffa. Wie meinst du das? Meint du hast den zweiten Wunsch verspielt? Bleibt einer, was? Na los, nutze ihn, um Jasmins Herz zu gewinnen. Aber mit uns musst du es auch noch aufnehmen. Ah, jetzt verstehe ich. Du bist ja so clever. So, die bist eine Ratte. Oh, daher kannst du nicht über den Tellerrand hinaussehen. Dein kleiner Trick ändert gar nichts. Ich kann dich ein für alle Mal vernichten und Jasmin bekommen. Geist, mein letzter Wunsch. Verwandle mich in einen allmächtigen Lampengeist. Oh, nee. Gut. Haben wir überhaupt jetzt von Genie benutzt? Außer mit Genies Name? Nicht wichtig. Und wir sind hier. Bekannt aus Kingdom Hearts 1. Es war immer so heiß. Das muss schon was wert sein. Wir wurden einfach irgendwo hin teleportiert. Der Kampf war nicht so schwer. Ich meine, der normale Kampf in Kingdom Hearts 1 gegen Jaffa, der war schon leicht. Komm mal, geh weg. Ich will einfach nur so blöde Felsbrocken auf uns werfen. Geh mal wieder nach oben. Was tust du, ey? Geh mal weg. Das ist neu. Zack. Sehr. Ich würde mich mal gerne heilen, danke. Wir springen hier. Na toll, jetzt komme ich wieder nicht da hoch. Was du denn hier? Auf! Wenn ich Jago treffe, ich auf einmal Jafar treffe, weil er sich auch so dreht. Runter. Am besten. Muss da einen Moment nachdenken. Was mache ich denn jetzt? bis jetzt ist es noch schwierig. Verdammt! Ja.
Sand für ein Geräusch. Was ist mit dir los? Was ist denn für ein Geräusch von dir? Ja, das Spiel viel schwieriger in Erinnerung. Weil ich sage das schon oft, aber trotzdem. Meine Güte. Ich putze ja durch das Spiel und es wird nichts. Ich grins. Warum musst du so bescheuert grinsen, so? Ehrlich. Jasmin ist gerettet und wir haben auch die Lampe wieder. Bald gut schaust du noch, Aladdin. Na, ob er das hat. Nun ist es aber Zeit, endlich einen Prinzen aus ihm zu machen. Natürlich wäre ich gern frei, keine Frage, aber die Lampengeister haben auch eben keine Wahl. Und ihr nehmt mich sicher auch die Sache mit Jafar und dem Meisterwechsel übel. Mach schon, erfülle dir deinen Herzenswunsch. Werde ein Prinz, schnapp dir das Mädchen. Okay, los geht's. Genie, du sollst frei sein. Aber er. Nun kann dich keiner mehr für böse Zwecke ausnutzen, wie Jafar. Du bist frei. Ja, das werde ich dir nie vergessen. Aber was ist mit Jasmin? Was willst du tun? Ich hatte Unrecht, Genie. Hätte ich deine Hilfe angenommen, um Jasmin zu gewinnen, ich wäre kein Deut besser gewesen als Jafar. Jasmin bedeutet mir alles. Sie soll mein wahres Ich sehen. So ist's recht. Danke, Soa. Und viel Glück. Wofür? Vorhin, als ich fast aufgegeben wollte, hast du etwas gesagt, das mich aufgemuntert hat. Da wurde mir plötzlich klar, auch du hast jemanden verloren, der dir sehr wichtig ist. Stimmt. Du, Genie. Spar dir deine Wortkleider. Ich weiß genau, was du denkst. Für dich, Sora. Sora, wann immer du mich brauchst, ruf mich einfach. Einverstanden, Herr? Klar. Bist du sicher? Klar doch. Ich meine, ohne euch wäre ich die Lampe niemals losgeworden. Außerdem denke ich mal, dass Aladdin für eine Weile auch allein klarkommen wird. Wow, vielen Dank. Hoffen wir, unsere beiden Wünsche werden wahr. Mach's gut, Sora. Und da geht er wieder. Spät den Obdachlosen. Das ist er ja auch in dem Film. Oh, der hat sogar halbwegs viel. Und er ist nicht irgendwie so 3 oder 4 Punkte stark. Sehr gut. Aber wahrscheinlich bei Cloud. Mal sehen. Soll mal einige andere Karten noch mal ausprobieren, was die überhaupt können. Das ist ja keine mehr. Gut, dann auf zur nächsten Welt schon. Wieder 2 Parts. Gravitas. Ich habe kein Level abbekommen, fällt mir gerade auf. Meine Güte. Dann los. Weiß nicht, kommt jetzt ein Bosskampf? Ich weiß es nicht. Egal, weiter. Im Text. Eine Cutscene kommt auf jeden Fall. Who could that have been before? In my memory. It wasn't Kairi, but another girl? Maybe, I think her name was... Sora! Let's go! You want to find Miko and the pig, don't you? Sure. Man, it was right on the tip of my tongue. Danke, Donald. Mein Gott, die Disney-Welten sind wie in den anderen Kingdom Hearts-Spielen nur Filler.
Man könnte die ganzen Cutscenes aneinander reihen und es würde keinen Unterschied machen. Was ist los, Sora? Du wirkst, als wärst du deines Gedanken woanders. Fang nicht wieder, wir müssen den König und Rico finden. Okay. Und da haben wir besagtes Mädchen. I remember. Huh? There was another girl. What? A girl? Where? No, no. I mean on the islands where I used to live. Besides Kairi and Riku, there was one other girl I was friends with. The four of us played together all the time. Sora, seems to me that's the first time you've mentioned her. Yeah. I guess I forgot all about her. I think she just suddenly went away when I was still really little. What do you think makes you remember that now? I'm not sure, but it's been coming back in pieces as we go through the castle. Gors, do you remember her name? I don't remember. I feel kind of dumb. We said we weren't going to forget our friends, and well, now I can't even remember her name. Sora! Oh, you shouldn't be worrying none. If it's been coming back to you in pieces, you're sure to remember her name just like everything else. Alles klar. Da reden wir mal einfach die ganzen anderen Final Fantasy Charakter, die auch noch auf den Inseln waren. Aber okay. Früher oder später wirst du dich schon an den Namen deiner Freundin erinnern. Noch eine Freundin, was? Wieso hast du sie nie erwähnt? Weil ich sie vergessen habe, okay. Nächste Welt. Nur eine Stunde gedauert, feine Güte. Als nächstes wäre dann Monstro dran. Da müssen wir doch auch Dings bekommen, ne? Sportfreund. Gut, Monstro soll es sein. Ich glaube, der Boss da drin war ganz schön nervig. Ich weiß es nicht mehr. Aber warte, Kingdom Hearts 1. In Kingdom Hearts 1 war der war schon schwer. Zweite Version von denen. Aber hier habe ich ja an nichts eine Erinnerung. Also. Ja, aber irgendwie passt zu dem Projekt, ne? Das ist ein komischer Ort. Hier ist alles so elastisch und weich. Auch so warm. Ich würde am liebsten ein Nickerchen machen. Eigentlich müsstet ihr euch Sorgen machen. Besser. Also. Ihr seid hier im Magen von Monstro, dem Wal. Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio? Pinocchio, bist du es? Komm raus. Bist du das, Jiminy? Oh, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Du entkommst mir nicht, Junge. Ich bin ein Gewissen. Dein Gewissen sollte dich immer zu leiden, stimmt's? Klar, Jiminy, und ich weiß, war ganz brav, während du weg warst. Ich habe nicht einmal gelogen. Oh je. Ach, du grüne Neune. Ups, aber wie kommt ihr denn im Monstros Magen? War ein, recht ungewöhnlicher Weg. So ungewöhnlich, dass wir gar nicht mehr wissen, wie. Schade, ich hätte gehofft, ihr könnt mir und Vater hier raushelfen. Was denn, Geppetto ist auch hier? Sicher, kommt mit. Schlüssel des Anfangs. Gut, Monstro. War hier angenehm, ich weiß es nicht. Oh Mann! Ah, das Ding hat ich bekommen, glaube ich.
Fire. Oh Mann, das kann man nicht kill. Freeze. Power. Oh, irgendjemand, komm. Oh, sehr gut. Ich glaube, die machen nur diesen Explosionsangriff, ne? Unfair finde. Ah. Boah. Blöden Viecher. Ja, wie Pokémon die Explosion einsetzen. Ist auch voll bescheuert. Oh, was hat denn? Oh ja, stimmt. Haha. Wir haben gestoppt. Ich glaube auch im Kampf, ne? Ich habe gegen Donner zu klar kämpft, weiß gar nicht. So, wo ist der nächste? Kann ich auch von hier? Ich gehe mal da lang. Warte mal, was ich einsetze. Das ist, weil es ist voll billig, aber die Zufallskämpfe sind ausnahmsweise sehr nervig in dem Spiel, deswegen. Ja. Irgendwie besser. Ich hatte so Regeln. Sein können, glaube ich, auch Kombinationen da drin sein. Wunsch gestehe. Ja, und gewonnen habe ich. Bams. So, lernt Feuerwurf. Oh, geil. Feuer- und Angriffskarten. Geil. Ich weiß. Lasst mich. Ah, na, Memo guckt auf mich. Und bald bessere Packs, die man kaufen kann. Ravita, schon wieder. Noch ein Wunsch gestehen. Da lang, ja. Schätze über Schätze. Und keine Gegner. Wunderbar. Zwei. Eine ist wahrscheinlich der letzte, ne? Aber ich wahrscheinlich die beide so nebeneinander sind. Und Feuer, bläh. Da ist wieder ein Schatzdingen. Muss ich auch mal langsam finden, irgend so ein Teil. So, Premium. Die Premium-Dinger brauche ich ja nicht. Die Premium-Dinger haben zwar weniger Kosten, aber ich kann die nicht nachstocken. Da finde ich sehr dämlich. Geppetto. Putzblitz, das ist ja Jimmy die Grille. Wie seid ihr denn hier herangekommen? Gute Frage, wie landet ein Uhrmacher im Magen eines Wals? Tja, lange Geschichte. Ich euch offscreen erzähle. Du bist in den See gestochen, um Pinocchio zu suchen? Und Bonzo hat dich verschluckt. Das war's wert, denn ich habe meinen Sohn gefunden. Aber jetzt kommt ihr nicht mehr raus, stimmt's? Muss echt furchtbar sein, in Monsters Wagen festzusetzen.
Hauptsache Pinocchio und ich sind zusammen. Ohne ihn kann ich nicht leben. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinem Leben fein zu sein. So geht's mir auch, Geppetto. Mir ist egal, ob ich hier feststecke, solange nur mein Pinocchio da ist. Er ist so ein lieber Junge. Aber er schwindelt immer noch. Doch mit etwas Hilfe von mir wird das schon. Ach, Jiminy, du sorgst dich zu viel. Apropos Pinocchio, wo steckt er? Immer noch da, wo ist er diesmal hin? Wahrscheinlich nicht auf Erkundungsgang, dieser Junge hat schon fast jeden Zentimeter vom Monstro erforscht. Er verrät mir nicht warum, ich habe ihm gesagt, dass es gefährlich ist, aber vergebens. Dieser Junge ist schwierig, so, aber wenn ich bitten darf. Schon klar, ich weiß, wir sollten dir helfen, ihn zu finden, oder? Na dann los, Leute. Schüssel der Prüfung. So erlernt Sportfreund. So, ich habe jetzt einfach so, ne? Dann komm mal her. Kann ich auch gleiten in dem Spiel? Ich weiß auch gar nicht mehr. Wo lang? Da lang. Daraus machen wir jetzt einen Speicherpunkt. Knapp. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir die Welt dann zu Ende von Pinocchio, ich meine Monstro. Also bedanke ich mich schon mal herzlich fürs Zuschauen. Sag tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao.